dem südjapanischen Archipel werden alle Rekorde der Langlebigkeit gebrochen. Okinawa besteht aus 160 Inseln im Pazifik mit einem subtropischen Klima. Eine einladende Bevölkerung macht die Inselgruppe zu einem großartigen Ort, an dem man steinalt werden kann. Nirgendwo sonst auf der Welt leben so viele Hochbetagte wie auf dieser Inselgruppe. Es gibt etwa 76 Hundertjährige pro 100.000 Einwohner. Um dem Geheimnis der Langlebigkeit auf die Spur zu kommen, besuchen wir das Restaurant von Emiko, die früher Diätassistentin war. Emikos Restaurant liegt in Ogimi, einem Ort mit 3.000 Einwohnern, das als Dorf der Hundertjährigen bekannt ist. Die Köchin beobachtete die Lebensweise der Ältesten und kreierte ein Langlebigkeitsmenü auf der Grundlage von Gemüse der Saison. Wir kochen, was wir im Gemüsegarten anbauen, und die Gäste bekommen es frisch serviert. Wir haben eine Lebensweise, in der der Gemüsegarten und die Küche eng miteinander verbunden sind. Und als Ernährungsberaterin weiß ich, dass das Essen sehr gesund ist. Ihr durchschnittliches Alter ist 91 Jahre. Als Tänzerin, Tofu-Produzentin und Verbandspräsidentin haben Kikue, Chiyo und Yukiko eine unerschöpfliche Lebenslust. Ich versuche nicht so lange wie möglich zu leben. Das passiert ganz von allein, weil wir uns treffen und zusammen lachen und weinen. Das ist das Gute. Wir singen und tanzen gemeinsam. Das ist es. Das ist wirklich die Lebensweise in Okinawa. Das Geheimnis der Langlebigkeit ist, sich keine Sorgen zu machen und nach vorn zu schauen. Ein weiteres Geheimnis des langen Lebens steckt in einer kleinen grünen Zitrone. Ogimi ist der größte Produzent der Zitrusfrucht. Auf Okinawa liebt man den bitteren Saft der Shikuwasa, der entzündungshemmende Eigenschaften hat. Mit 103 Jahren überwacht Shunpuku Tamaki immer noch die Ernte des Shikuwasa-Feldes, das er im Ruhestand gekauft hat. Ich denke, ob das Wetter gut oder schlecht ist, wir essen Shikuwasa. Meine Freunde und ich, wir essen auch viele Mandarinen. Das ist unser kleines Privatvergnügen. Auch die Arbeit hält jung. Auf dieser Plantage werden Bananenfasern zu einem Stoff gewebt, dem Bashufu. Toshiko Taira, die im Winter 100 Jahre alt wird, wurde für das Bewahren dieser Tradition als lebender Nationalschatz ausgezeichnet. Denn ohne sie drohte diese 7 Jahrhunderte alte, nur in Ogimi ausgeführte Kunst, nach dem Zweiten Weltkrieg auszusterben. Frau Taira arbeitet 6 Tage die Woche in der Werkstatt, 9 Stunden am Tag. Ich bin nicht mehr in der Lage, eine Arbeit zu machen, für die man Kraft braucht. Und selbst wenn ich nicht mehr so gut bin wie früher, weil ich gealtert bin, vergesse ich mein Alter, wenn ich arbeite. Ich könnte nicht leben ohne meine Arbeit. Um einen Kimono aus Bashufu herzustellen, braucht man ein Jahr. 18.000 Euro kostet das kostbare Kleidungsstück. Auf Irabu, einer kleinen Insel im äußersten Süden Japans, sind die Bewohner bereit, die Geheimnisse der Langlebigkeit zu teilen. Ein Frauenverband bietet Touristen die Möglichkeit, essbare Wildkräuter zu entdecken, wie Sakuna, das Gras der Langlebigkeit. Man sagt, es erhöht die Lebenserwartung um ein Jahr, jedes Mal, wenn man ein Blatt isst. Kochen mit und bei den Einwohnern. Raffinierter Clou des Essens ist eine frittierte Hibiskusblume. Eine gesunde Ernährung, ein aktives Leben nach der Pensionierung und eine einmalige Lebensfreude – das sind die Geheimnisse der Langlebigkeit.